Hier kommt Hollywoods zweitgrößter Superverdiener. Dwayne Johnson soll laut Forbes Magazin in den vergangenen 12 Monaten 52 Millionen Dollar verdient haben. Anlässlich der Europapremiere des brandneuen Herkules-Films stand der Ex-Wrestler der Presse Rede und Antwort. Auf die Frage, wie man eine solche Karriere hinbekommt, sagte Dwayne einfach: Ich liebe, was ich tue, und ich tue alles mit Leidenschaft. An der Seite von Dwayne Irina Shayk, russisches Model und Freundin von Superfußballer Cristiano Ronaldo. Sie spielt die Frau von Herkules. Dwayne Johnson, der im Film statt Glatze eine lange Mähne trägt, kennt Berlin leider eher wenig. Denn sein tägliches Sporttraining hat vor den meisten Dingen Vorrang. Ich war bestimmt schon 6 oder 8 Mal in Berlin. Es ist immer toll, hier zu sein. Alle sind sehr nett zu mir. Ich habe aber nie die Chance, mehr zu sehen, außer das Fitnessstudio, das Restaurant oder die Premiere. Training gehört einfach zu meinem Tag dazu. Da kann man nur sagen, immer schön fit bleiben.